Und wenn Sie Interesse haben an politischen Gesprächen, sind Sie hier natürlich auch genau richtig. Unsere Bundestagspräsidentin heißt Bärbel Baas. Ich glaube, das ist bekannt, aber dass sie das alles gar nicht alleine macht, sondern dass sie auch noch Bundesvizepräsidentinnen hat und nicht nur Innen, sondern auch Präsidentin, weiß vielleicht gar nicht so jeder. Weiß jemand, wie viele es sind? Wie viel? Fünf. Exakt. Fünf. Fünf sind es und zwei von Ihnen werden Sie jetzt gleich kennenlernen im Gespräch hier auf der Bühne. Da kommen Sie schon. Yvonne Magwas und Petra Pau, kommen Sie schon hoch, oder? Das ist doch schöner, dann sind wir alle schon da und dann ist das gut. Wir reden dann über Erfahrungen, Herausforderungen, Perspektiven 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution, sind nämlich dafür prädestiniert, wissen nämlich wirklich Bescheid in diesen Themen. Und Sie sprechen mit Claudia van Laak, ist eine Kollegin von mir, allerdings vom Deutschlandfunk. Sie ist Leiterin des Berliner Landesstudios dort. Und sie wird also mit diesen beiden wunderbaren Frauen, wir kennen uns ja schon von gestern, hallo Frau, ich Sie wieder zu sehen, über dieses wichtige Thema sprechen. Und das wird auch noch, weil es so wichtig ist, übertragen. Und zwar auch im Deutschlandradio in Dokumente und Debatten. Und weil das mit dem Radio immer so ist, dass Sie halt auf den Punkt anfangen mit einer Sendung, na, Nachrichten, daran kann man ja die Uhr stellen, dann ist immer Punkt voll. Oder diese Sendung beginnt dann eben jetzt in 15 Sekunden ungefähr. Deswegen werden wir bis dahin sozusagen abwarten müssen, bis dann der Schalter umgelegt wird, die Ströme anders fließen und dann plötzlich dieses Gespräch weltweit zu hören ist. Ist doch eine coole Sache. Jetzt ist Umschaltzeit. Ja, liebes Publikum, guten Morgen, einen schönen Tag wünsche ich. Mein Name ist Claudia van Laak, ich arbeite beim Deutschlandradio bzw. Deutschlandfunk. Ich leite das Landesstudio Berlin, was sich hier auf der anderen Seite der Spree befindet, im Haus der Bundespressekonferenz. Und eigentlich wollten wir heute vier Damen sein. Leider ist eine krank geworden, nämlich Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen. Rechts von mir Yvonne Magwas von der CDU, Bundestagsvizepräsidentin. Und links von mir oder von Ihnen aus gesehen rechts Petra Pau, Bundestagsvizepräsidentin und Die Linke. Ich würde mal mit Ihnen anfangen, Frau Pau. Unser Thema ist ja heute parlamentarische Demokratie 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution, Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven. Wenn ich mich so ein bisschen einlese über Ihre Vita, Frau Pau, dann haben Sie immer wieder betont, dass natürlich der 9. November 89 wichtig ist, aber auch der 4. November 1989. Ich glaube, sehr viele wissen das gar nicht mehr. Erzählen Sie, was war da? Ja, das war für mich das Schlüsseldatum. Ich habe zu dieser Zeit in der staatlichen Kinderorganisation der DDR gearbeitet, hatte übrigens meinen Arbeitsplatz unter den Linden, dort, wo heute das ZDF-Hauptstadtstudio ist. Und am 4. November, das war ein Sonnabend, fand auf dem Alexanderplatz eine Demonstration statt. Manche streiten noch, ob es Hunderttausende waren oder eine Million, das ist aber auch völlig egal. Es war eine selbstorganisierte Demonstration und es wurde demonstriert für eine andere DDR, für Demokratie, für Reformen, für die Werte, die in der Verfassung der DDR durchaus verankert waren, aber eben in der Lebenswirklichkeit nicht, wie Pressefreiheit und so weiter. Ich persönlich saß an diesem Samstag in meinem Büro mit noch zwei Mitstreiterinnen und sollte ein Referat schreiben für den Vorsitzenden der staatlichen Kinderorganisation der DDR. Die Älteren erinnern sich, das hieß Pionierorganisation, zur Eröffnung des Weiterbildungsjahres. Und wir hatten
den Fernseher laufen, lauschten den Reden, hörten, wie die Schauspielerin Steffi Spierer für ihre Enkel forderte, keinen Fahnenappell mehr in der Schule, aber dafür eine andere Art der Bildung. Oder aber der Rektor der Filmhochschule in Babelsberg, Lothar Bieski, die Fenster aufstoßen wollte. Oder für mich ganz wichtig in meiner späteren Biografie, Stefan Heim, dem ich in den Bundestag nachfolgen sollte. Letzte zwei Sätze dazu. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis im Hof des Zentralrats der FDJ. Sammelten sich uniformierte und nicht uniformierte junge Männer und Gerätschaften, die ich in der DDR noch nicht gesehen hatte. Und wir fragten sie, was sie dort vorhaben. Und was da waren das für Gerätschaften? Gerätschaften wie Wasserwerfer, Räumpanzer und Ähnliches. Ja, und wir fragten sie, was sie vorhaben. Und es hieß, sie wollten den Klassenfeind, der auf dem Alexanderplatz ist, davon abhalten, zum Brandenburger Tor durchzubrechen und die Grenze zu überwinden. Das war der Punkt, wo wir drei jungen Frauen uns anschauten und sagten, da ist nicht der Klassenfeind, da sind Leute, die reden uns aus dem Herzen. Wir sind nicht mit allen einer Meinung, völlig klar. Aber das ist es nicht. Wir haben dieses Referat nicht mehr geschrieben, das Weiterbildungsjahr wurde auch nicht mehr eröffnet, geschenkt. Aber das ist für mich das Schlüsselerlebnis. Und der 9. November und das, was da in der Nacht passiert ist, was ich übrigens verschlafen habe, war für mich nur eine Folge. Welche Position hatten Sie zu dem Zeitpunkt und wie hat sich die dann verändert? Hat sie sich durch diese Demonstration verändert? Naja, das Jahr 1989 und auch noch bis zum 18. März 1990 war für mich die Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Ich war 26 Jahre alt, habe mich auseinandergesetzt, habe die runden Tischsitzungen verfolgt am Fernseher oder im Radio oder wo auch immer. Sehr viel nachgedacht, hatte mich auch auseinanderzusetzen mit persönlicher Verantwortung. Ich war als Lehrerin tätig in der DDR und eben in der staatlichen Kinderorganisation. Und für mich war der Schlüssel, was meine eigene Partei betraf, dass sie sich als PDS im Dezember 1989 zu ihrer Schuld bekannte, zur Schuld der SED und eine Absage an den Stalinismus formulierte. Ich setzte mich in dieser Zeit damit auseinander, was das heißt. Das führt wahrscheinlich heute hier alles viel zu weit. Allerdings hätte mir jemand gesagt, du wirst mal Bundestagsabgeordnete oder gar Vizepräsidentin des Bundestages. Ich hätte ihn damals in dieser Zeit zum Arzt geschickt. Das war nicht mein Vorhaben, aber am 18. März 1990, einige erinnern sich, die erste und letzte freie und geheime Wahl zur Volkskammer der DDR. Es gewann ein Bündnis unter Führung der Ost-CDU, die Allianz für Deutschland, und es war klar, die deutsche Einheit wird kommen. Keiner wusste, wann sie kommt, wie sie kommt. Das wurde alles mit dem Einigungsvertrag und den Beschlüssen Ende August in der Volkskammer und natürlich auch im Bundestag festgelegt. Und ich habe mich gefragt, was hat das jetzt mit dir zu tun? Kannst du irgendetwas mitgestalten oder verwalten da in Bonn oder meinetwegen auch hier in Berlin irgendwelche Leute dich in dieses Land, diese andere Gesellschaft hinein? Ja, meine Antwort war, ich habe im Mai 1990 für die Bezirksverordnetenversammlung Hellersdorf kandidiert und bis 1995 kommunalpolitisch mehrfach wiedergewählt, als Bezirksverordnete gearbeitet. Vielen Dank. Ihre Geschichte ist eine ganz andere, Frau Marquardt. Sie waren erst 10 in der Friedlichen Revolution und als die Mauer fiel. Sie sind in Auerbach aufgewachsen, sächsisches Vogtland, ganz anders als Ost-Berlin. Und Ihre Familie ist kirchlich geprägt, katholisch. Wie war denn diese Zeit? Was können Sie denn erinnern? Also ich kann mich erinnern, ja, ich war zur Friedlichen Revolution 10 Jahre und ich kann mich erinnern, dass ich auf einer Demonstration in Auerbach war, an der Hand von meinem Vater und die Familie in totaler Aufregung war und aber mein Vater immer gesagt hat, wir müssen jetzt mit raus, wir müssen jetzt mit demonstrieren, es muss sich jetzt was ändern. Und es lief dann auch immer der Fernseher, alle guckten und mein Vater sagte auch... Welches Programm lief denn da? Es lief die ARD.
kann man ja sagen, das sächsische Vogtland liegt an der Grenze zu Bayern und Tschechien. Und wir hatten immer auch den Vorteil, auch zu DDR-Zeiten schon etwas Westfernsehen zu bekommen. Und von daher lief bei uns die ARD und hatten alles mitverfolgt. Und mein Vater sagte aber, wir müssen jetzt schnell mal in den Westen fahren. Wir müssen gucken, wie es da ausschaut. Ehe die Grenzen dann wieder zumachen, es war am 9. November, wo wir demonstrieren waren. Wir müssen rüber, ehe die Grenzen wieder zumachen, ich möchte es einmal gesehen haben. Weil mein Vater durfte nicht mit in den Westen fahren. Meine Mutter und meine Oma, sie durften ab und zu mal vornweg in den Westen fahren, weil meine Oma die einzige von vier Geschwistern war, Vertriebene, die im Osten gelandet ist, in der DDR gelandet ist. Und alle anderen Geschwister von meiner Oma, vier an der Zahl, sind in Nordrhein-Westfalen gelandet nach der Vertreibung. Und darum durfte sie immer mal reisen in den Westen. Und mein Vater durfte nie mitfahren. Und das war für ihn immer ein Thema. Und es gab auch Auseinandersetzungen, auch mit der Stasi damals, weil er mal einen Ausreiseantrag gestellt hatte. Also von daher, er hat immer gesagt, wir müssen jetzt mal fahren, wir setzen uns ins Auto, wir fahren mal rüber. Und wir sind dann nachts um drei losgefahren nach Hof. Das ist faktisch von Auerbach nicht sehr weit entfernt. Und wir wollten mal schauen, wie es im Westen so ausschaut. Waren denn Ihre Eltern in der Ost-CDU oder gar nicht? Nein, in der Partei? Gar nicht, gar nicht. Meine Eltern, also meine Mutter, vor allem mütterlicherseits, katholisch geprägt, und waren beide Textilingenieure, Mama und Papa, oder sind beide Textilingenieure, sind sie heute ja auch noch, und waren da in der Textilindustrie. Die waren im Vogtland, im sächsischen Vogtland waren sehr große Betriebe der Textilindustrie, und da hatten sie gearbeitet und hatten sich vor allen Dingen, auch meine Mutter vor allen Dingen, kirchlich engagiert. Eine beliebte Frage ist ja immer in dem Zusammenhang, es gab 100 Mark Begrüßungsgeld. Petra Paul lacht schon. Was haben Sie damals dafür gekauft? Ja, das klingt jetzt wirklich sehr kleinbürgerlich, ist aber so. Ich habe tatsächlich 1989 statt meiner Hinterhofwohnung im Seitenflügel in Prenzlauer Berg eine Neubauwohnung im Frühjahr in Hellersdorf bezogen. Also Wasser kam aus dem Wasserhahn, eine Heizung, ein Bad, keine Kohlen schleppen und so weiter. Alles schön. Und ich habe tatsächlich Auslegware dafür gekauft. Mhm. Was haben Ihre Eltern gekauft? Wobei, ich weiß gar nicht, gab es auch für Kinder diese 100 Mark? Ja, ich glaube, okay. die gab es auch die gab. Wofür haben Sie es denn ausgegeben? Oder Ihre Eltern? Also ich habe Spielzeug und eine Kinderohr. Eine Kinderohr habe ich gekauft. Ich kann mich noch erinnern, wo wir dann in Hof früh ankamen, zuerst zum Rathaus und haben unser Begrüßungsgeld abgeholt und sind dann in einen großen Supermarkt in Hof, und uns gingen die Augen über. Und ich hatte mir dann eine Kinderohr gekauft, und meine Eltern haben vor allen Dingen Lebensmittel gekauft. Lebensmittel, also Obst, Gemüse, alles gesunde Lebensmittel, das, was es, oder auch Dinge, die es sozusagen im Osten nur als Bückware oder nach langem Anstehen gab. Ich gestehe, ich habe lange gebraucht, bis ich überhaupt das Geld ausgegeben habe. Mein erster Weg hat mich nämlich in die Amerika-Gedenkbibliothek hier geführt. Und zu der Entdeckung, dass das Fahrrad, was ich gerade erfinden sollte an meinem Arbeitsplatz, nämlich ein Ausbildungsprogramm für Freizeitpädagogen im Westen, schon erfunden war und uns das vorenthalten wurde. Also ich habe wirklich tagelang im Lesesaal in der Gedenkbibliothek gesessen und Sachen in mich reingeschlungen, die mir vorher vorenthalten wurden. Sie hatten ja schon kurz erwähnt, Frau Pau, was wichtig war, auch dann in der Politik, in die Politik zu gehen oder auch in der Partei, die sich ja dann umbenannt hatte, zu bleiben. Gab es denn auch so einen Punkt, wo Sie sagten, ich trete aus? Weil es sind ja sehr viele SED-Mitglieder ausgetreten.
Nee, ich habe es anders gemacht. Ich bin im Januar 1990 in die Kreisleitung, so hieß das damals noch, in Hellersdorf gegangen und habe gesagt, ich trete ein. Dann gucken die mich alle ganz komisch an und sagten, du bist schon drin. Ich sage, ja, ist ja alles richtig. Aber ich will auf der Grundlage der Beschlüsse des Sonderparteitages, der Absage an den Stalinismus und der Dinge, die daraus folgen und was wir an Arbeit vor uns haben, ganz bewusst diesen Punkt setzen und eintreten. Ja, austreten wollte ich nie. Allerdings gab es immer wieder Situationen in den nächsten Jahren, wo ich in die Auseinandersetzung mit meiner Partei gegangen bin. Beispielsweise, als ich 1992 über Nacht zur Landesvorsitzenden meiner Partei hier in Berlin gewählt wurde, weil zwei meiner Vorgänger nicht ehrlich mit ihrer politischen Biografie umgegangen sind. Es galt zumindest in meiner Berliner Parteiorganisation schon der Beschluss, dass man, wenn man sich für ein öffentliches Amt, ob in der Partei oder gar für ein Mandat, kommunalpolitisch, landespolitisch, Bundestag bewirbt, man seine gesamte politische Biografie offenzulegen hat, einschließlich einer möglichen Zusammenarbeit mit Geheimdiensten. Natürlich war insbesondere die Staatssicherheit der DDR gemeint, aber nicht nur. Und diese zwei waren nicht ehrlich. Und das hat dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, ich trete hier nur unter bestimmten Umständen an. Dieser Beschluss, diese Beschlusslage, diese Voraussetzung des öffentlichen Umgangs mit persönlicher Verantwortung, so dass Menschen sich ein Bild machen können, das muss Beschlusslage in der gesamten Partei sein. Da bin ich in den Jahren danach öfter mal enttäuscht worden. Und es gab immer wieder mal Auseinandersetzungen. Ähnliches gilt nicht nur dafür, sondern die Frage überhaupt, welche Verantwortung haben wir vor der Geschichte? Aber daraus habe ich auch meine heutigen wirklich Grundüberzeugungen, für die ich hier auch als Parlamentarierin seit nun 1998 im Innenausschuss des Bundestages streite, aber auch jetzt als Vizepräsidentin geschöpft, weil es geht nicht. Bürgerrechte und Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind zwei Seiten einer Medaille und man darf nicht eine Seite zugunsten der anderen irgendwie aussetzen, sondern nur, wenn beides zusammenkommt und garantiert wird, dann kann tatsächlich auch in der Gesellschaft was gelingen. Frau Marquardt, Sie sind 1998 eingetreten in die Junge Union, in die CDU. War das sozusagen zwangsläufig durch auch die Familiengeschichte oder gab es für Sie ein Schlüsselerlebnis zu sagen, ich trete jetzt in eine Partei ein? Naja, ich habe natürlich auch dann mit dem Älterwerden sehr mitbekommen, wie meine Eltern dann natürlich auch sich neu erfinden mussten. Sie mussten sich beide beruflich neu erfinden. Sie waren natürlich total fasziniert von der neuen Freiheit. Meine Eltern wollten auch immer nicht mehr in der DDR leben. Sie durften nämlich auch früher nicht das studieren, was sie studieren wollten und hatten auch extreme, ja, schon dicke Stasi-Hefter und mussten sich aber dann natürlich auch beruflich neu erfinden. Und das habe ich natürlich auch miterlebt. Es standen Fragen an, gehen wir in die alten Bundesländer, verlassen wir unsere Heimat, weil mein Vater Jobmöglichkeiten in Nordrhein-Westfalen hatte zum Beispiel. Meine Mutter überlegte, ja, die Großeltern sind ja auch da, wir lebten in einem Haus, sie wurden älter, wollen wir wirklich weggehen, will ich jetzt auch weiter als Ingenieurin, will ich weiter auch Karriere machen oder kümmere ich mich eher um die Familie? Also das waren alles Fragen, wohin entwickle ich mich beruflich? Das führte dazu, dass mein Vater dann Geschäftsführer in einem großen Logistikunternehmen wurde und im Westen, also er hat als jemand aus den neuen Bundesländern, aus Sachsen, doch auch eine Führungsposition in Oberfranken bekommen. Und meine Mutter ist Zahnarzthelferin geworden. Die hat nochmal auch, also beide haben sich komplett beruflich neu erfinden müssen. Und dieser Prozess, der hat mich als Jugendliche schon geprägt. Aber warum und dann CDU? Auch, ich meine, es hätte ja auch eine andere Partei sein können. Ja, also getragen hat uns aber immer auch das Positive und das Anpackende. Meine Eltern waren trotz dieser Transformationserfahrung
nie welche, die dann irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt haben oder gesagt haben, wir wollen zurück oder wir wollten immer nach vorn. Und klar, die Kirche hat uns geprägt, hat uns auch gehalten. Die Familie hat uns sehr geprägt. Der Zusammenhalt in der Familie hat uns sehr geprägt. Und das war auch ein Stück weit so ein Punkt, wie ich dann zur Union gekommen bin. Ich habe 1998 Abitur gemacht, hatte dann war schon Schulsprecherin und wollte schon immer auch was mittun, auch in meiner Schule. Und hatte dann die Möglichkeit auch, mich politisch zu engagieren durch auch ein Praktikum. Ich habe aktiv ein Praktikum gesucht. Ich hatte 4 Monate Zeit, bis mein Studium anfing und habe gesagt, ich möchte jetzt aktiv was mitmachen. 1998 war ein ganz spannendes Jahr für die CDU. Nicht so ein gutes Jahr. Helmut Kohl wurde abgewählt. Und ich hatte dann gesagt, jetzt erst recht. Und so bin ich bei der CDU gelandet. Ich habe mir auch alle Programme vornweg schicken lassen. Aber es war die CDU. Wir machen mal einen Zeitsprung. Sie sind beide Vizepräsidentinnen. Vielleicht können Sie einfach noch mal erläutern, warum ist es nicht egal, wer Vizepräsidentin ist, Frau Pau? Ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wenn der Deutsche Bundestag nach einer Wahl zusammentritt, dann wählt er sich zuallererst tatsächlich sein Präsidium. Also in dem Fall jetzt die Präsidentin Bärbel Baas von der SPD in dieser Legislatur. Das reicht aber nicht, dass die Fraktionen einen vorschlagen, sondern die Mehrheit der gewählten Abgeordneten muss die Kandidatin oder Kandidaten wählen. Und ich finde, das ist auch gut so. Das ist nämlich ein großer Vertrauensvorschuss, dass diejenigen, die das Präsidium des Bundestages bilden, tatsächlich auch den gesamten Bundestag und wenn Sie so wollen, auch Sie repräsentieren im In- und Ausland, aber natürlich auch, wenn es darum geht, hier im Haus die Geschäfte entsprechend zu führen. Ist übrigens dann egal, wenn wir dort vorn sitzen, ist egal, ob jemand aus unserer Fraktion oder jetzt bei mir aus meiner Gruppe spricht oder jemand anders. Das geht nur unter Ansehen wirklich nicht der Herkunft der Rednerinnen und Redner, sondern jedem müssen wir zu seinem Recht verhelfen. Oder jeder, die da über irgendwelche Schranken geht, sie auch in die Schranken weisen. Und wie sehen Sie Ihr Amt, Frau Marquas? Warum ist es nicht egal, wer Vizepräsidentin oder Vizepräsident ist? Wir haben ja eine Fraktion, die bis heute keinen Vizepräsidenten stellt. Ja, das erklärt sich ein Stück weit auch aus den Aufgaben. Unsere Aufgabe ist es, die Würde des Hauses zu repräsentieren, die Würde des Hauses auch hochzuhalten. Unsere Demokratie, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu repräsentieren. Das ist eine Aufgabe, die lässt sich so schön daherreden, aber die ist mit sehr viel Verantwortung verbunden und eben auch mit einer positiven Einstellung zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir stehen dazu. Und der Vizepräsident oder der Vorschlag, die AfD hat immer die Möglichkeit, einen Vorschlag zu machen. Das macht sie auch regelmäßig. Aber der Vorgeschlagene oder die Vorgeschlagene werden eben nicht gewählt. Und da muss man ein Stück weit auch dieses demokratische Verfahren der Wahl auch mal anerkennen. Sie werden eben nicht gewählt. Wenn jemand anders nicht gewählt worden wäre, wäre das eben auch so. Die Linke hat da auch schon mal Erfahrungen gemacht. Und von daher glaube ich, ist es da schon ein Unterschied. Und ich sehe nicht, dass die AfD sehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Und darum bin ich auch überzeugt davon, dass es gut ist, dass wir keinen Vizepräsidenten der AfD haben. Gucken Sie sich denn die einzelnen Personen an oder ist das eine grundsätzliche Ablehnung? Also das muss jeder ein Stück weit für sich selbst entscheiden. Es ist ja eine geheime Wahl, die wir durchführen. Und da ist jeder Abgeordnete seinem Gewissen und sich selbst verpflichtet und muss es für sich selbst entscheiden. Für mich ist es eine Grundsatzentscheidung. Und für Sie, Frau Pau? Ja, wie gesagt, das ist eine geheime Wahl. Und ich habe beobachtet seit 2017, dass sich Wahlergebnisse bei diesen Versuchen auch verändert haben. Am Anfang gab es durchaus weit über die Anzahl der von der AfD gestellten Abgeordneten hinaus Stimmen für Kandidatinnen und Kandidaten. Es gab auch Ausschussvorsitzende.
dieser Partei. Einer musste sogar in der vergangenen Legislaturperiode abgewählt werden, weil er eben diesen Anforderungen nicht entsprach. Das heißt, ich sehe, dass die Kolleginnen und Kollegen sich das nicht leicht machen und sehr genau schauen und jetzt zu entsprechenden Erkenntnissen gekommen sind. Man muss sich klar machen, es sind drei Aufgabenfelder. Das erste, wir sind hier Schiedsrichter. Wenn wir uns ab Mittwochmittag oder jetzt in der kommenden Woche ab Dienstag früh alle zwei Stunden abwechseln mit der Leitung der Sitzung und dafür sorgen, dass die selbstgegebenen Regeln eingehalten werden, die Geschäftsordnung, dann ist das nicht, um irgendwie ja, als Erziehungsberechtigte gegenüber den Abgeordneten aufzutreten, sondern um ein geordnetes, transparentes Verfahren zu haben. Und wie Yvonne Macquart schon sagte, die Würde des Hauses aufrechtzuerhalten. Wir sind aber auch sowas wie der Vorstand eines großen Unternehmens. Wenn wir am Mittwochmorgen zur Präsidiumssitzung zusammenkommen, haben wir eine festgefügte Tagesordnung. Da geht es um Dienstreisen, da geht es aber auch um Personal. Rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, die Sie übrigens alle heute hier auch treffen können, die ihre Arbeitsbereiche entsprechend vorstellen. Für diese haben wir eine Verantwortung, mit denen müssen wir umgehen. Viele Dinge vorbereiten, übrigens auch diese Veranstaltung heute hier. Und drittens, die Mitglieder des Präsidiums sind im diplomatischen Dienst. Das heißt, wenn ich Anfang Mai diesen Jahres, wie so oft, in der Republik Österreich war, im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und dort an den Befreiungsfeierlichkeiten teilgenommen habe, dann war ich das nicht als Petra Pau oder als Linke oder was weiß ich, sondern als Vertreterin für Sie. Und das ist die Frage, die sich jeder Abgeordnete bei einer solchen Wahl vorlegen muss. Ist diese Person mit ihren Grundüberzeugungen, mit ihrem Tun geeignet, diese Aufgaben zu erfüllen? Und da gibt es bisher eine Antwort. Frau Macquart, Sie sind seit 2013 im Bundestag, Sie, Frau Pau, schon seit 1998, 26 Jahre. Wie hat sich denn der Ton verändert in den letzten Jahren, Frau Macquart? Also ich finde schon, wie gesagt, seit 2013 kann ich es ein Stück weit persönlich mit direkt im Haus verfolgen. Ich finde schon, dass es, dass der Ton schon rauer geworden ist und dass es auch oftmals persönlicher geworden ist, in den Angriffen persönlich, diffamierend und dass es sich dann auch ein Stück weit, wenn eine Fraktion anfängt, vielleicht auch ein Stück weit dann aufwiegelt und andere Fraktionen dann mitmachen. Also das ist schon klar, die Zäsur 2017 mit dem Einzug auch der AfD, damit hat es begonnen, aber es betrifft auch ein Stück weit andere Fraktionen, die das dann natürlich sich nicht mit sich machen lassen und dann natürlich auch ein Stück weit sich das hochschaukelt. Und das heißt, eine sachliche Debatte ist dann gar nicht mehr möglich. Nur im Vordergrund steht schon, die sachliche Debatte, das will ich nicht sagen. Aber wenn ich vergleiche, beispielsweise zu 2013 oder wenn ich das davor auch gesehen habe, habe ja auch die, den Bundestag verfolgt, dann waren die Debatten oftmals weniger emotional. Jetzt sind sie schon, sind einige Debatten, gesellschaftspolitische Debatten beispielsweise, Debatten zur Migrationspolitik, schon sehr emotionalisiert und gehen dann oft in eine nicht sachliche, inhaltliche Auseinandersetzung, sondern teilweise dann auch mit persönlichen Diffamierungen und das können wir nicht zulassen. Aber das Emotionale ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Emotionale ist nicht das Problem. Ich habe nichts gegen eine, ich habe nichts gegen eine gute, dynamische Debatte, aber sie sollte natürlich oberhalb der Gürtellinie und nicht unterhalb stattfinden. Mhm. Ne? Und nicht diffamieren und nicht persönlich angreifend, auch Kolleginnen und Kollegen angreifen zum Beispiel. Wie sehr werden Sie persönlich angegriffen, Frau Pau? Also das ist nicht der Punkt, was sich hier im Haus abspielt. Wir haben ja schon beide versucht, ein bisschen darzustellen, wie wir versuchen hier auch immer wieder auf die gemeinsam verabredeten Spielregeln zu kommen. Und ich glaube, das ist auch die grundlegende Veränderung. Also ich habe auch seit 1998
emotionale, zum Teil auch sehr, sehr schwierige Debatten erlebt. Ich erinnere mich an die Terrorangriffe 2001, die Frage, wie gehen wir innenpolitisch mit diesen Fragen um, wie gehen wir außenpolitisch mit diesen Fragen um, oder aber auch die Debatte um das erste Einwanderungsgesetz. Der damalige Bundestag oder die Bundesregierung hatte eine ganze Kommission eingesetzt, aber gleichzeitig gab es in einem Bundesland Unterschriftenkampagnen gegen dieses Einwanderungsgesetz und das hat sich gegenseitig eben befeuert und auch das gesellschaftliche Klima auch damals verändert. Das hat also nicht nur was mit der aktuellen Besetzung des Bundestages zu tun, aber es hat sich insgesamt in unserer Gesellschaft was geändert. Zum Teil die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns auch informieren und wie wir miteinander umgehen. Als ich im September 1998 nach Bonn kam und da mein Büro bezog, hatte ich dort einen feststehenden Bürocomputer, eine E-Mail-Adresse, über die meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ich mit der Außenwelt, die schon mit E-Mail, schon sage ich 1998, kommunizierte. Aber der Großteil der Kommunikation fand auf einem ganz anderen klassischen Weg statt. Also die Jüngeren werden sich jetzt wundern. Aber da gab es noch das ordentliche Festnetztelefon, da gab es den Brief, die Postkarte. Und das, was wir hier im Bundestag bearbeiteten oder in Bonn, das hieß nicht nur Drucksache, sondern es war im Wortsinne Drucksache und erreichte auch so meinen Schreibtisch oder den Plenarsaal. Während wir heute in Echtzeit kommunizieren, selbst zum Absender von Nachrichten werden, zum Empfänger von Nachrichten und genauso wie jede andere Bürgerin und jeder andere Bürger auch gefordert sind, mit dieser Flut von Informationen nicht nur umzugehen, sondern auch genau zu verifizieren, was ist jetzt tatsächlich wichtig und was nicht und was ist vielleicht auch eine Falschinformation. Das mischt sich mit allgemeiner leider inzwischen auch Aggressivität in gesellschaftlicher Debatte und manchmal auch im persönlichen Umgang. Ich glaube, wir sind alle gut beraten. Nicht nur, weil wir vielleicht noch auf das vergangene Wahlwochenende mal zurückschauen. Mal uns zu fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und in welcher Art und Weise wollen wir kommunizieren. Es bleibt genug Raum für Streit. Ist auch gut so. Wir sind aus guten Gründen in unterschiedlichen Parteien und wir müssen aber Streit dann auch nachvollziehbar machen. Auch nachvollziehbar machen, warum man dann zu Entscheidungen kommt. Die müssen mir nicht passen. Ich bin oft in der Minderheit, wenn es um Entscheidungen geht. Aber deswegen ist dann eine Entscheidung gefallen. Ich kann verbal dafür kämpfen, dass sich das in Zukunft ändert, aber niemals zu Gewalt aufrufen oder aber, wie ich es immer sage, mit einer Rede, einem Zwischenruf, einer nonverbalen Geste, die über das Video aus dem Plenarsaal hinausgeht, so einen rhetorischen Brandsatz legen in der Hoffnung, dass da draußen ihn jemand aufnimmt. Das tut uns allen nicht gut. Das macht uns unsere Gesellschaft und unsere Demokratie kaputt. Und deswegen streiten wir übrigens gemeinsam im Präsidium für diese Art des Umgangs miteinander und wirklich für die Stärkung der Demokratie. Wir sollten eigentlich hier sitzen mit drei Vizepräsidentinnen. Es sind jetzt nur zwei. Ich würde gerne mal auf diesen Punkt kommen, was es als Frau bedeutet, Bundestagsvizepräsidentin zu sein. Sie haben schon das Wasserwerk angesprochen, den Bundestag. Es gibt ja diesen eindrücklichen Dokumentarfilm, Die Unbeugsamen. Ich weiß nicht, wer den von Ihnen gesehen hat. Da geht es um die weiblichen Bundestagsabgeordneten in Bonn. Da lernen wir, dass auch damals schon der Ton sehr speziell war, den sehr, sehr wenigen Frauen gegenüber. Frau Marquas, die Frage an Sie nochmal. Wir hatten über persönliche Angriffe gesprochen. Gibt es mehr persönliche Angriffe gegen die Frauen als gegen die Männer? Und wie sehen die aus? Womit müssen Sie sich da auseinandersetzen? Also es gibt vor allem, das ist das, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es vor allen Dingen andere Themen sind oder andere Punkte, die angegriffen werden, sage ich jetzt mal. Dann ist es immer das Äußere. Also was hat die denn heute an? Wie sieht die denn heute wieder aus? Kann man sich denn so ins Präsidium setzen? Kann man denn so präsidieren? Wie redet die? Thema Dialekt, man hört, dass sich
aus Sachsen komme, vielleicht auch, als ich aus dem vogtländischen Sachsen komme. Das höre ich dann immer. Es ist immer das, also es ist öfters das Aussehen und der Dialekt. Und es ist auch ein Stück weit das Erniedrigen. Frauen werden, denke ich, eher erniedrigt dargestellt, kleiner dargestellt, wie das die männlichen Kollegen werden. Also bei mir ist es so, dass sich das dahin widerspiegelt, nachdem ich präsidiert habe, wir dann regelmäßig Anrufe im Büro haben und sich der eine oder die andere da äußern, wie ich da ausgesehen habe. Und das hat so, also wer ruft denn da an? Bürgerinnen und Bürger. Tatsächlich? Genau. Und die sagen, das Kleid war aber heute unpassend. Genau. Wow. Also wie kann man, wenn Sie sagen würden, das Kleid wäre unpassend, könnte ich vielleicht noch damit umgehen, weil dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber es wird dann auch noch in der Sprache artikuliert, die wir hier nicht teilen würden. Und das macht es dann, glaube ich, auch nochmal aus. Aber es sind sozusagen bei Frauen häufiger das Aussehen, die Sprache, das Erniedrigen, warum ich wie entschieden habe. Klar, da sind wir auch ein Stück weit, wir haben unsere Geschäftsordnung, das ist unsere Grundlage. Wir haben aber auch ein Stück weit Spielraum, weil wir in der entsprechenden Situation ja auch entscheiden. Wir entscheiden ja auch, wenn wir Ordnungsrufe oder wenn wir Sanktionsmaßnahmen, sage ich mal, verteilen, ja auch oft, indem wir uns den Protokollauszug nochmal geben lassen oder wir uns dann auch nochmal mit unserem parlamentarischen Dienst absprechen. Also es ist ja nicht so, dass wir das aus Gutdünken machen, sondern schon mit einer richtigen Begründung. Und das wird aber bei Frauen dann oftmals, also so ist zumindest meine Erfahrung, bei Frauen oftmals mehr in Zweifel gezogen, wie das bei Männern ist. Der Frauenanteil steigt ja auch nicht, der sinkt ja tatsächlich. Wir sind beim Bundestag gerade bei knapp 35%. Wenn ich mir das Wahlergebnis angucke, das aktuelle in Thüringen und Sachsen, ist in beiden Landesparlamenten der Frauenanteil nochmal gesunken. Sind wir bei 27% ungefähr. Frau Pau, was macht das für einen Unterschied, ob das halbe-halbe ist oder ob es weniger Frauen sind und mehr Männer? Ja, wenn wir mal bei halbe-halbe angekommen wären, das wäre ja gar nicht so schlecht. Aber da muss im Vorfeld und auch wieder, ich rede wirklich über unsere Gesellschaft, aber zum Schluss auch über unsere Parteien und die Art und Weise, wie wir Arbeit organisieren, da muss sehr viel geschehen. Also es muss ja gar nicht erst zur Anfeindung kommen oder zu solchen unschönen Dingen, die man eben immer wieder mal erlebt. Also ich kann mich auch erinnern, als ich vor vielen Jahren an der Stimme erkrankt bin, man hört es heute noch, dann gab es da sehr unschöne Dinge. Das würde man bei Männern mal nicht so machen. Ja? Da würde man irgendwie über die rauchige Stimme reden. Hat wieder zu viel getrunken. Genau so an dieser Stelle. Aber bei Frauen, positiv. Bei Frauen passiert das an dieser Stelle nicht. Wobei hier im Haus habe ich auch viel Solidarität erfahren, auch von Kolleginnen und Kollegen, muss ich dazu sagen. Aber nein, wenn wir den Frauenanteil nicht nur in den Parlamenten, und das beginnt bei der Kommunalpolitik, weil wie organisieren wir eigentlich die Arbeit in den Kommunalparlamenten? Die findet meist abends statt. Sind junge Frauen oftmals schon aus vielen Gründen außen vor, weil Kommunalpolitik ist ehrenamtliche Arbeit an dieser Stelle. Aber auch wie organisieren wir hier unsere Arbeit, wie organisieren wir Entscheidungsfindungsprozesse in unseren Parteien, in den Organisationen innerhalb der Partei, wir haben ja alle da auch so unsere Erfahrungen und Verantwortung gemacht, dann kann ich nur sagen, es wird höchste Zeit und irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren auch schon mal weiter. Also Anfang der 2000er habe ich das sehr bewusst erlebt, dass man sich da nicht nur Ziele setzte, sondern eben auch solche Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, schon mal anders reflektierte als das im Moment hier. Auch in dieser schnelllebigen Zeit an vielen Stellen abläuft. Also das ist das Erste. Und das Zweite, ja, nicht nur der Frauenanteil sinkt, sondern was mir große Sorge macht, dass insgesamt die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, auch auf Zeit für ein Mandat zu kandidieren, zurückgeht. Bei Frauen und Männern
und zum Teil auch bei jungen Leuten, die sich gerade erst entsprechend sozialisiert haben, ob über die Schülervertretung, wie Yvonne Magwas das vorhin beschrieben hat, über die Jugendverbände und anderes, wenn nämlich das erste Mal der Wind nicht nur rauer weht, sondern es tatsächlich auch zu Bedrohungssituationen und anderes kommt und die Leute sich fragen, will ich mir das und meiner Familie antun? Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, an der wir arbeiten müssen, dass das aufhört und auch nicht akzeptiert wird. Also mir hat irgendwann mal jemand gesagt, na, du kriegst ein hohes Schmerzensgeld, also lass, also was willst du eigentlich? Nee, ich zeige jetzt inzwischen auch konsequent Bedrohungen, konsequent auch Beschimpfungen, Beleidigungen an und hoffe, dass das auch mal entsprechend für diejenigen, die so etwas absenden, insofern eine Konsequenz hat, dass ihnen mal klar gemacht wird, Politikerinnen sind kein Freiwild. Es gibt also, ja, man kann das ja unterschiedlich jetzt entscheiden. Sie haben jetzt einen Applaus, Frau Poch. Sie haben für sich entschieden, Frau Magwas, Sie treten nicht noch einmal an für den Bundestag. Ist das für Sie eine grundsätzliche Entscheidung? Ich ziehe mich jetzt zurück aus der Politik, auch aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben. Ja, ich habe das ja auch in meiner Stellungnahme deutlich gemacht, dass es ein Stück weit eine Entscheidung aus mehreren Punkten ist und die ich lang überlegt habe. Ich bin 3 Legislaturperioden auch im Deutschen Bundestag. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 5 Jahre, der wird nächstes Jahr 6, kommt nächstes Jahr in die Schule. Das ist aber vielleicht auch mal bei einem Punkt der Familienfreundlichkeit der parlamentarischen Arbeit, wo ich sehr viel Luft nach oben sehe, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn dann Frauen Mütter werden, dass es dann nochmal einen anderen Blickwinkel bekommt und wir, glaube ich, auch im Bundestag da noch Luft nach oben ist, was die Familienfreundlichkeit und die Vereinbarkeit von Familie und Mandat angeht. Haben. Das ist auf jeden Fall mit der Hauptpunkt gewesen, aber auch ein Stück weit die Lage auch, wie sie ein Stück weit auch in Sachsen anzutreffen ist und auch sozusagen habe ich gedacht, jetzt ist mal Zeit für was anderes. Aber es ist erstmal eine Entscheidung zu sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen, muss jetzt ein bisschen Luft haben und auch was anderes machen. Mit 45 habe ich dann auch ist noch eine gute Zeit, ein gutes Alter, auch noch mal was Neues zu machen. Ich bin jetzt 25 Jahre mache ich auch aktiv Politik, Kommunalpolitik. In der Partei sehr viel engagiert, dann Bundestag, also wirklich auch viele Ebenen mitgemacht und jetzt die Möglichkeit, was Neues. Ich würde aber nicht sagen, dass ich mich also da gänzlich aus der Partei oder aus der Politik verabschiede. Vielleicht gibt es mal wieder für mich einen Weg, aber jetzt habe ich für mich entschieden, erstmal nicht. Ich bleibe aber politisch und ich bleibe aktiv. Und das ist so ein Punkt, den die Petra auch schon angesprochen hat. Ich werde weiterhin mich für unsere Demokratie stark machen. Ich werde weiter in Bündnissen aktiv sein. Ich werde weiter auf Demonstrationen reden. Ich werde mich für unsere parlamentarische Demokratie, für unser schönes Land, unsere Es ist ja ein großer Wert unserer Demokratie, dass Menschen auch mitmachen können. Das konnten sie nämlich viele Jahre nicht. Und wenn ich da meine Eltern sprechen höre, wie es zu DDR-Zeiten war, was sie eben alles nicht machen konnten. Und mal diesen Blick immer mal wieder dann zurück sehen, umso wichtiger ist es, sich jetzt sozusagen für unsere Demokratie auch stark zu machen und den Leuten das auch wirklich immer wieder zu sagen, das ist was Tolles, das ist was Schönes, mitmachen ist was Gutes und das möchte ich weiter tun. Vielen Dank. Frau Pau, machen Sie noch eine Runde? Treten Sie noch mal an? Sagen wir so, ich habe einen Plan, der beinhaltet auch dafür zu sorgen, dass junge Frauen Mut schöpfen, sich zu engagieren. Aber ich habe versprochen, dass ich meine Entscheidung nicht hier, sondern Mitte Oktober mit meiner Partei öffentlich mache.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne noch mal ins Publikum öffnen. 10 Minuten haben wir noch. Gibt es Fragen? Hier gibt es, glaube ich, Damen mit Mikrofonen, die zu den Personen gehen. Ja, ich brauche jetzt jemanden mit Mikrofon. Wenn nicht, gebe ich Ihnen meins schnell. Gucken Sie mal, wir machen das mal ganz spontan hier. Bitte. Das ist sehr, sehr nett, weil ich wollte sagen, Ladies first und sie war first. Also ich habe, mein Name ist Peter Volk, ich bin Feminist über meine Frau geworden. Und ja, okay, danke, danke. Also, danke sehr schön. Okay, also ich hätte eine Frage an Frau Pau und an Frau Yvonne Magwas. Ich beginne mit Eltern oder weniger jung. Also Frau Pau, in der Linkspartei, auch früher auch in der PDS, gab es eine Diskussion, die DDR war eine Diktatur, Dritte Reich war eine Diktatur, Dritte Reich war ein Unrechtsstaat grundsätzlich. Man hat gesagt, DDR kann vielleicht kein Unrechtsstaat gewesen sein. Was ist Ihre Meinung? Ganz klar. War es Unrechtsstaat DDR oder war es nicht? Und für Sie, Frau Magwas, ich zitiere aus dem Artikel 40 des Grundgesetzes. Der Präsident des Bundestags wird gewählt und so weiter. Und seine Vertreter, also nur die männliche Form. Ja? Jetzt haben wir fünf, ja, die Frau Bundestagspräsidentin ist Frau, 4 noch, nur der Herr Kubik ist männlich. Und trotzdem gibt es nur die männliche Form. Wir hatten auch eine Bundeskanzlerin und die ist nicht im Bundestag. Also Bundesgesetz. Ihnen geht es um die Geschäftsordnung. Ja, genau. In die Geschäftsordnung, ja, aber in der Verfassung nicht. Sollte man nicht trotzdem diese Sache und auch die Tatsache, dass Bundeskanzlerinamt nicht 17 Jahre hat man immer gesagt, Bundeskanzleramt, jetzt ist es in Ordnung. Aber also diese Sprache, läuft eine Petition auch von meiner Frau. Ich danke sehr schön. Vielen Dank. Dann vielleicht kurz, Frau Pau. Kurz und knapp, die DDR war eine Diktatur. Aber ich würde niemals den Hitlerfaschismus, den Nationalsozialismus mit dem gleichsetzen, was wir in der DDR 40 Jahre erlebt haben. Das alles andere führt ein Stück zu weit. Und im Übrigen, kleiner Lesetipp auf meiner Webseite, links sein im 21. Jahrhundert, was bedeutet das? Da habe ich auch dargestellt, dass der Sozialismus sowjetischer Prägung zu Recht untergegangen ist. Frau Magwas, die Frage nach der Geschäftsordnung, vielleicht erklären Sie das noch mal kurz. Er hat ja vor allen Dingen gefragt nach dem Grundgesetz auch, ne, aber auch, auch in der Geschäftsordnung. Wir novellieren auch gerade unsere Geschäftsordnung. Da ist eine gute Gelegenheit, sich dieser Sache auch anzunehmen. Und im Grundgesetz, also ich bin eine Vertreterin, die sich sehr für eine Wertschätzung der Geschlechter auch ausspricht. Und das muss ich auch wörtlich und in Sprache niederschlagen. Und von daher bin ich da sehr offen. Gut, eine Frage noch, eine letzte aus dem Publikum. Oder zwei, machen wir zwei kurz, genau. Sie bitte. Ich wollte mich nur bedanken, also ich und meine Familie, dass Sie uns so viel heute erzählt haben. Das hat uns nochmal ein bisschen aufgeklärt. Und ja. Vielen Dank. Und es gab noch eine Frage. Ja. Ich würde noch mal gerne nachfragen, und zwar, Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie Luft nach oben sehen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, speziell halt für Frauen, die Kinder haben, dass das nach wie vor schwierig ist im Bundestag. Können Sie da
haben Sie da konkretere Vorstellungen, was da gemacht werden könnte, dass zum Beispiel auch ins Plenum Kinder mitgenommen werden können oder Babys sozusagen? Oder was sind Ihre Vorstellungen konkret, um das Ganze zu verbessern? Vielen Dank. Sehr gern. Erstmal gern, wir, sehr schön, wenn Sie das so sehen. Wir machen das gerne, und weil ich glaube, es ist auch wichtig, aus den persönlichen Erfahrungen ein Stück weit oder aus dem persönlichen Leben auch zu berichten, und dann ist es vielleicht auch besser zu erklären, warum welche Entscheidungen auch wie getroffen werden. Und darum ist es für uns, wir sind da, glaube ich, sehr authentisch, wir beiden. Und von daher danke, dass Sie es so sehen, und schön, dass Sie da sind und dass Sie der Diskussion hier so folgen. Zu Ihrer Frage, was das Thema Vereinbarkeit von Familie und Mandat anbelangt. Es ist ein Stück weit auch die Frage, welches Parlament wollen wir in Zukunft haben? Und ich finde, es ist wichtig, dass sehr viel Lebenswirklichkeit in der Gesellschaft sich auch im Parlament widerspiegelt. Und da gehören auch Väter und Mütter dazu. Und ich glaube, dass wir Strukturen verbessern können im Bundestag, um die Vereinbarkeit zu erhöhen. Damit meine ich zum Beispiel keine namentlichen Abstimmungen mehr nach 20 Uhr. Damit meine ich keine Sitzungszeiten, die bis 23, 24 oder 3 Uhr nachts gehen. Damit meine ich beispielsweise, dass wir unsere Abstimmungsfenster definieren, im Rahmen einer Blockabstimmung zum Beispiel, wie es im Europäischen Parlament ist. Also Strukturen zu schaffen, die auf der einen Seite natürlich die parlamentarische Debatte zulassen und die parlamentarische Debatte auch weiter zulassen, nicht einschränken, auf der anderen Seite aber ein Stück weit auch effizienter gestalten. Und da sehe ich persönlich Luft nach oben, habe auch die Vorschläge gemacht in der Diskussion jetzt, auch das Thema elektronische Abstimmung, das Thema, welche Technik nutzen wir, um abzustimmen. Da gibt es viele Diskussionen rundum, und das ist auch nicht ganz trivial, weil wir natürlich auch den Sicherheitsaspekt immer mit abwägen müssen. Aber bei diesen Punkten sehe ich Luft nach oben, vor allen Dingen im Hinblick, dass ich sage, ich möchte natürlich, dass auch in Zukunft Mütter und Väter, Abgeordnete, weibliche Abgeordnete, Mütter werden wollen, währenddessen sie Abgeordnete sind. Und ich möchte natürlich auch ein attraktives Parlament im Sinne von Vereinbarkeit haben. Und weil das andere Parlamente in Europa machen. Also, und genau unter diesem Blickwinkel mit der Vereinbarkeit, die nordischen Länder beispielsweise, haben Blockabstimmungen, gerade sagen, wir müssen das machen wegen der Vereinbarkeit, also richtig mit der Argumentation auch. Viele andere Länder machen uns das vor, und darum glaube ich, dass wir das auch machen sollten. Vielen Dank. Das war das Schlusswort. Parlamentarische Demokratie 35 Jahre nach der friedlichen Revolution mit den beiden Bundestagsvizepräsidentinnen Yvonne Marquas, CDU, vielen Dank, und Petra Pauer, Die Linke.